Video zur Strauchaufgabe aus dem Abi 2023. Ich denke, die Aufgabe kennt ihr jetzt schon. 1000 Sträucher werden bestellt, 200 Hibiskus, 300 Schlehen, 500 Wildrosen. Dann werden nacheinander drei entnommen. Natürlich ziehen ohne zurücklegen. Ich entnehme ja einen, lege ihn weg, nehme den nächsten. So, und die Wahrscheinlichkeit, drei Wildrosen zu entnehmen. Also, wir haben 500 Wildrosen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass mein erster Entnommener eine Wildrose ist, 500.000stel. Dann als nächstes nehme ich noch eine Wildrose, dann hat es aber nur noch 499 von 999 drin. Und dann nochmal eine Wildrose, 498 durch 998. Also eine einfache Wahrscheinlichkeit ziehen, ohne zurücklegen. Könnt ihr. Okay, nächste. Es wird genau ein Wildrosenstrauch entnommen. Das heißt, da würde ich ein schlauerer Baum zeichnen. Einfach Wildrose, Nicht-Wildrose. Also 500 Wildrose, 500 Nicht-Wildrose. Und dann seht ihr auch hier, wie wir es in der Lösung geschrieben haben. Dann wird erst eine Wildrose entnommen und dann zwei Nicht-Wildrosen. Das wäre die Wahrscheinlichkeit: erst eine Wildrose, dann eine Nicht-Wildrose und dann nochmal eine Nicht-Wildrose. Also haben wir ja nur noch 499 drin. Und dann könnte man doch jetzt sagen, da gibt es ja aber mehrere Pfade an dem Baum. Ne? Erst W, dann W', dann W' oder erst W', dann W, dann W' oder das W am Ende. Drei Pfade, immer mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, 37% circa. Bei der B ist gefragt, mindestens einen Hibiskus. Wenn ihr das Wort mindestens schon hört oder höchstens, denke ich, dann seid ihr von der Realschule auch schon auf Gegenereignis geimpft. Ne? Mindestens, das kann immer ganz viel sein. Deswegen 1 minus Nicht-Hibiskus, Nicht-Hibiskus, Nicht-Hibiskus. Hibiskus waren 200, Nicht-Hibiskus sind es 800. 1 minus 800.000stel mal 799, 999stel. Seid ihr bei 48%. Aufgabe G. Also jetzt geht es um die 200 Hibiskussträucher, glaube ich, genau. Die sterben in dem ersten Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% ab. Das heißt, überleben tun sie zu 96% und wir müssen jetzt einfach schauen, dass, oder die Wahrscheinlichkeit berechnen, mindestens 190 sterben ab. Da haben wir jetzt eine Binomialverteilung, ganz klar. Wir haben 200 Hibiskus. Jeder kann entweder überleben oder absterben. Immer Wahrscheinlichkeit 96% für Überleben, 4% für Sterben. Binomialverteilung. Können wir den Taschenrechner nehmen. Wir sollen jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen für mindestens 190 Überlebende. Können wir da auch einzeln rechnen. Wahrscheinlichkeit für genau 190, für 191, für 192 bis halt 200. Oder schlauer, schneller geht es mit der kumulierten Taschenrechnerfunktion, kumulierte Verteilung. Ihr wisst, bei kumuliert kann man Höchstenswerte eingeben und keine Mindestenswerte. Deswegen, bevor wir 190, 191, 192 zusammenzählen, nehmen wir einfach alle minus die Summe der Wahrscheinlichkeiten bis 189. Ne? Also kumulierte Verteilung 189 eingeben, K189, N=200, P0,96. Dann ziehen wir von der 1 ziehen wir ca. 18% ab und landen hier. Okay, letzte Aufgabe, das ist schon die schwierigste, G2. Jetzt soll die Sterbewahrscheinlichkeit von so einem Hibiskus untersucht werden. In der Stichprobe wird festgestellt, dass 3% abgestorben sind, aber das muss ja nicht der allgemeinen Wahrscheinlichkeit entsprechen. Grundsätzlich, dass ihr eine Stichprobe nehmt, bei der halt eine bestimmte relative Häufigkeit vorliegt und daraus den Wert von der grundsätzlichen Wahrscheinlichkeit ermitteln wollt, das ist immer diese Richtung Vertrauensintervall von der Stichprobe auf die Allgemeinheit. Also ihr untersucht was Konkretes mit dem Ziel, was Allgemeines abzuleiten. Das ist Vertrauensintervallrichtung. Andersrum sind es die Sigma-Regeln. Wenn ihr die generelle Wahrscheinlichkeit für irgendwas kennt und das dann runterrechnen wollt auf eine Stichprobe, seid ihr bei den Sigma-Regeln. Also, wir wissen, relative Häufigkeit 3%, wir wissen 90% Vertrauensintervall, wir wissen, dass die Länge von dem Intervall 5,6% sind und wir brauchen den Umfang der Stichprobe. Also, Thema Länge vom Vertrauensintervall.
Überlegt euch, ein Vertrauensintervall wird nach der Formel hier gebildet. H minus c mal Wurzel bis h plus c mal Wurzel. Wie lang ist denn das Intervall? Machen wir ein Beispiel. Wenn jetzt h zum Beispiel 10% wäre und dieser Wert hier wären insgesamt 4%. Ne? Wie wird denn das Intervall gebildet? 10% minus 4%, Untergrenze, also 6%, und die Obergrenze wäre 10% plus 4%, 14%. Ne? Also von 6% bis 14% hätte man eine Länge vom Intervall von 8%. Wie komme ich auf 8%? Logisch, 2 mal 4. Ne? 4 dazu, 4 weg, dann habe ich eine Länge von 8. Und dann ist auch klar, dass die Länge vom Vertrauensintervall 2 mal dieser Ausdruck hier ist. Einmal dazu, einmal ab. Und die Länge von dem Intervall soll jetzt insgesamt 5,6% sein. C ist 1,64, das ergibt sich aus den 90%. H ist 3%, 1 minus H ist 97%. Und dann wird diese Gleichung nach N aufgelöst. Man teilt durch 2, man teilt durch 1,64, dann sind wir hier. Wurzel wegbekommen, müssen wir quadrieren, dann sind wir hier. Dann multiplizieren mit N und teilen durch den Ausdruck, dann seid ihr hier. Und dann kommt raus, dass ca. 100 dem Umfang der Stichprobe entspricht.